Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, heute habe ich mal eine Jagdmission vorbereitet. Ja, wir werden heute jagen und ich habe hier auch ein Tomahawk, einen Kriegsbeil. So, mit diesem Tomahawk töten wir jetzt erstmal mein Pferdchen und transportieren uns irgendwo auf die Map, wo wir gleich ein paar Tiere jagen werden. Und zwar gehen wir in das schöne Tal Trees, so heißt dieses Gebiet. Und jetzt haben wir mal das Transportmittel, haben den Wegpunkt eingegeben und können jetzt auch hinreisen. So, zeig jedem, dass du ein Meister des Kriegsbeiles bist, indem du die Herausforderung im Journal abschließt. Werde ich alles noch tun. Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Komm. Ja. Da bin ich, moin moin, da bin ich im sogenannten Tal Trees, dem gefährlichsten Ort in ganz Red Dead Redemption, im ganzen wilden Westen. Kann man eigentlich auch sagen, warum. Dort vorne gibt es wilde Bestien. Von sowas habt ihr echt noch nie gesehen, Leute. Da gibt es Bären, Luchse und noch andere Gehtiere. Und wir wollen diese Tiere mal töten. Oh! Oh nein, was ist denn das? Pferd, komm her! So, ich habe da vorne einen Bär gesehen. Da ist er. Da ist Bruno, der Braunbär. Nun gut, das ist jetzt nicht Bruno, aber das ist ein Bär. Komm. Stirb. Der stirbt ja gar nicht. Der Bär, der stirbt sofort. Oh, wow. Nein, was ist denn das? Tomahawk auspacken. Yeah, komm her. Wow. So viele Bären auf einmal, alle auf mich. Da habe ich keine Chance mehr. Ihr seht schon, das ist ja ganz, ganz, ganz gefährlich. So, am besten reiten wir jetzt irgendwo anders hin. Komm her, Pferdchen. Pferdchen, komm her. So, Reptilkarabine haben wir hier. Ich glaube, der ist gut. Ja, der passt schon. Immer. Wow! Jo, da haben wir schon das erste Wild, was wir erlegen können. Ah, ist das schwierig. Komm schon. Der Bock will abhauen. So, ich bin ja Koch vom Beruf und ich lasse kein Wild entkommen. So, bleib stehen. Jawohl. Und ein Vogel noch. Komm schon, Vögelchen. Kriegen wir ihn noch? Ich glaube schon. Bleh. Ja, so. Genug Tiere getötet. Jetzt töten wir mal ein paar Menschen. Wir haben nicht nur ein Tomahawk dabei, sondern auch ein Messer. Und dieses Wurfmesser, zack, werfen wir jetzt auf den Typen da. Nochmal hier konzentrieren. So, jetzt. Baff. Und das Pferd nochmal. So, jetzt haben wir schon einen kleinen Fahndungsstern. Ist wie GTA. Jetzt müssen wir nur noch hier... Ach, nein! Kopfgeld. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. Okay, ich glaube, das hat hier keine Wirkung mehr. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. So, der Polizist hat mich getötet. Naja. Mal nicht aufgepasst und dann... Ja! Wild. So, töten wir mal den Adler da oben. Ihr seht schon, das ist richtig geil gemacht, das Spiel von Rockstar. Man muss schon sagen, das geilste PS3-Spiel der Welt, habe ich ja schon mal gesagt in einem Video. Hat auf jeden Fall den ganzen Titel... Oh, ein Karnickel! Oh, süß, ist ein Karnickel, Alter. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? So, ich hoffe, keine Mädchen haben zugeguckt, weil das Ding ist jetzt tot. So. Baff. Stirb. Das Pferd haut ab. Soll es mal abhauen. So. Ich bin hier nur für die Jagd hier zuständig. Sonst wimmelt hier alles. Sonst bumst hier alles rum. Aber man sieht schon hier. Das ist ja wirklich hier eine Plage, das Wild. Da muss man wirklich mal, hier jagdtechnisch eingreifen. Sonst überrumpelt hier... Das Wild
die Landschaft. Mein Gott, da ist ja nochmal ein Hirsch. Und nochmal einer. Und jetzt packen wir das Tomahawk aus und töten noch ein Tier. Baff, meins nämlich. So. Leute, das war Let's Play Red Dead. Oh, ein Adler. Den kriege ich. Baff. Leute, der Adler ist tot. Ich sage ciao. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Wow! Jesus Christ!